Okay, pass auf, wir fangen jetzt direkt einfach mal ganz entspannt an. Und zwar hat der Victor ein neues Video auf Iblali hochgeladen. Eigentlich hat er Iblali ja beendet, soweit ich weiß. Aber er hat jetzt vor einer Woche schon wieder was gepostet und heute auch wieder vor einer Stunde was. Nice Guys. Und Vic hatte mir geschrieben, ob ich ihm da einen kleinen Clip für Kind drehen könnte für das neue Ali Tells. Da habe ich natürlich sofort ja gesagt, weil die meisten wissen es nicht. Aber Vic macht ja schon ewig lange YouTube. Und tatsächlich waren seine allerersten Ali Tells Sketche und auch die Effekte, die er daran gemacht hat, für mich eine Inspiration überhaupt mit YouTube anzufangen. Deswegen war es für mich eine große, große Ehre, als er mich gefragt hat, hey, hast du Bock, mal in Ali Tells reinzukommen, weil Ali Tells halt wirklich, ja, eines der Dinge war, die mich überhaupt damals inspiriert haben, in so Effektrichtung zu gehen, überhaupt YouTube zu machen und so. Und deswegen ist es sehr, sehr cool. Ich bin sehr gespannt, wie ich da irgendwie im Video mit drin bin. Ich weiß nicht, ich musste drei Sätze sagen. Einmal irgendwie langsamer, irgendwie in Bezug auf Next Level, weil ich ja die ganze Zeit gesagt habe, so, yo, langsamer. Dann irgendwie nach links laufen, nach rechts, geradeaus und irgendwie sowas. Ich bin gespannt, wie er es eingebaut hat. Oha, als ob ich direkt am Anfang vom Video drin bin. Okay, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. So, let's do it. Let's go. Langsam nach rechts. Und jetzt noch ein Stückchen geradeaus. Und jetzt rennst du los. Genau, das waren die drei Sätze, die ich einsprechen musste. Ali Tells. Was? Ali Tells? Oh mein Gott! Puh, noch nie so schnell aufgehört, Fuck the System zu schreiben. Oi, oi, oi. Belly, was geht ab? Seid ihr gut drauf oder was? Willkommen zu dem besten Format auf YouTube. Das beste Format auf YouTube. Oh, Alter, jetzt kommen die Let's Draw Clips. Uiuiuiui, Throwback, Leute. Jetzt wieder nicht euer Erde, sondern euer Bucky. Einfach jede Folge irgendeine andere. Letzte Woche gab es das Ali Tells Comeback 2021. Und das Video hat über 400.000 Aufrufe. Congrats. Wow. Und das war die Resonanz von YouTube. Endlich kommt meine Jugend zurück. Das hat meine Seele nach all den Jahren Danke für die geile Kindheit. Einfach so glücklich, dass es wieder losgeht. Aber auch Twitter hat sehr nice reagiert. Twitter locker wieder toxic. Kommt irgendwer wirklich noch ein Iblali ist so unfassbar unlustig wie jeder, der Iblali feiert, hat Nico unter 100. Alter, Twitter war so toxic. Oh no shit, ey. Was denn? Für. Aber ich muss sagen, actually, also meine Twitter-Follower sind alle cool drauf. Twitter ist das ziemlich positiv. I see this is an absolute win. Hater würden behaupten, Twitter sei. Und ich habe euch gebeten, mir mehr Fragen zu stellen, nur nicht diese Bratwurst-Scheiß, weil daraus kann man einfach kein... Aber magst du Bratwurst? ...einen guten Content machen, auch wenn es offensichtlich vielen Leuten reicht, wenn man fragt, magst du Bratwurst und ich sage, das macht mich aber wütend und ihr... Comedy Gold. Wie alt seid ihr? -3. Und hier kommt Frage Nummer 1. Woher weiß er, dass ich -3 bin? Gadella. Übersetzt das nicht euren Kindern. Wie stellst du dir die Zukunft vor, so in 20 Jahren? Also ich habe ja schon öfter erwähnt, dass ich eine recht pessimistische Sicht auf die Zukunft habe. Und ich kann nicht wirklich sagen, warum das so ist, aber ich denke automatisch an Explosionen. Bürgerkrieg. Bam. Leo Mascher als Bundeskanzler. Oh mein Gott, RIP, Alter, erstmal aus Weihnachten. Also quasi wie jetzt, nur ohne Leo Mascher als Bundeskanzler. Und auch wenn das ein bisschen egoistisch klingt, mir ist alles scheißegal, solange das Internet noch da ist. Ich meine, eine Dystopie ohne Internet ist eine noch viel schlimmere Dystopie. Ey, aber ich muss sagen, ich sehe es gar nicht so krass, weil, also, ich weiß nicht, wenn ich an die Zukunft denke, denke ich eher, dass alles immer so, ich bin eher so der Utopia-Mensch, so, weißt du? Also, so, ich denke, alles wird nice, alles wird cool, wir kriegen das als Menschheit schon irgendwie hin, weil es muss ja klappen. Ich bin so ein Optimist irgendwie eher. Es ist alles scheiße. Ist mir scheißegal, dass die Welt untergeht. Aber warum muss ausgerechnet das Internet weg sein? Hey, ich habe etwas gemalt, was dich womöglich daran erinnern könnte. Was gemalt? Erstmal verbrennen. Willst du mich eigentlich verarschen? Wenn ich ein toxisches Schlachtfeld sehen möchte, dann brauche ich nur hier gerade ausgucken. Deswegen hoffe ich einfach mal, auch wenn es ein bisschen nerdy klingt, dass das Internet uns niemals weggenommen wird. Wie den Führerschein von Fritz Meinecke und Nick. Fritz Meinecke und Nick Beats liefern sich ein illegales Straßenrennen. Findest du es nicht auch kacke, dass Frauen sich nie für die guten Männer jucken? Ja, Bruder, du hast so recht, diese Frauen immer, ne? Ihr kennt... Was ist das für Kommentare? Doch auch Frauen. Weiber sagen so, die wollen gute Männer wie mich an ihrer Seite, aber entscheiden sich letztlich für sowas hier. Ja gut, bei dem kann ich es ein bisschen verstehen. Game Design. Aber warum? Hä, wer ist das? Lutschen die nicht einfach meinen Schwanz? Du bist schon so ein Insel. Ah, Microsoft Insel. Ich kenne das mit den Tabellen, ne? Einer Freundin von mir ist übrigens... Ich check die Jokes an. Ist neulich so... Bin ich zu old? Was passiert? Bin ich zu wenig irgendwie in irgendeiner Bubble? Hey, alles Chico. Ich bin Romantiker. Bock auf Date, dies, das. Danke für deine Ehrlichkeit. Ich habe leider kein Interesse. Ich wünsche dir trotzdem viel Glück mit euch. Hure. Du bist eine Hure. Und deine Mutter war eine Hure. Und ihre Mutter auch. Das Ding ist, es ist so traurig, aber das passiert halt wirklich. Es ist so, also hier jetzt gerade hier wird so als Joke gemacht, aber das passiert halt wirklich. Kommt mal auf euer Ego klar. Also so an die Menschen, die sowas machen.
Und dein Vater geht dann Tankstellen anschaffen. Und er ist auch eine Hure. Was? Was fällt dir ein, neues Foto hochzuladen? Sad gleich sad. Okay, danke, Chat. Hey, ich bin's nochmal, der Romantiker. Also quasi das, was fast jeder Frau auf Social Media mal passiert. Wenn unter euch auch solche Romantiker sind, killen. Spaß seid ihr nicht, chillt mal euer Ego, Digga, was ist mit euch? Was ist mit euch? Genau so, Winston, gesagt, der hat doch safe ein Geheimnis. Oder ich glaube, ich weiß, was du meinst. Winston mag, er mag Japan. Mega cringe. Aber abgesehen davon glaube ich nicht, dass Winston irgendein Geheimnis hat. Also zumindest nicht vor mir. Ich meine, müsste ich das als Mitbewohner nicht merken, wenn Winston ein Geheimnis hätte? Ich glaube nicht, dass Winston ein Geheimnis hat. Das sieht man. Ich glaube, wenn man lange genug mit Leuten zusammen wohnt, dann kennt man kennt nicht alle Geheimnisse, aber viele. Ich frage mich an der Stelle, passt hier ein Geheimnis? You never know. Doch, wenn Winston ein Geheimnis hat, oder? Würde ich merken, dass Winston ein Geheimnis hat? Scheiße, hat Winston ein Geheimnis? Erstmal stalken. Zeit für mein Geheimnis. Oh, die Hot Tub Streams. Hey, cool, du guckst ja auch Hot Tub Streams. Ja, das ist echt voll mein Hobby. Meins auch. Würdest du? Der Quality Content auf Twitch, Alter. Yeah. Ich würde ehrlich gesagt sogar selbst einen Hot Tub Stream machen. Wir haben hier draußen einen Jacuzzi. Aber leider sieht es da immer noch so aus. Sad life. Die first my problems. Alter, mein Jacuzzi hier, seht ihr meinen Jacuzzi? Der hat leider auch gerade geschlossen. So, ich habe mich auf Portugiesisch beschwert. Morgen ist bestimmt auf. Hast du dir das Next Level Event von Marius angeschrien reingezogen? Oh, kommt jetzt noch mal was dazu? Okay, jetzt bin ich gespannt, Chat. Ich habe mir noch so ein bisschen in meinem Stream angeschaut und ich fand es einfach schön zu sehen, wie YouTuber und Streamer gemeinsam Spaß haben. Es war mir auch eigentlich egal, wer gewinnt. Hauptsache, alle hatten gemeinsam Spaß miteinander. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich biased war. Vergesst diese ganzen anderen Creator. Ich bin für Danny. Zeig mir Danny. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber wo ist Danny? Okay, Bruder. Der einzig Relevante in der Runde. Danny! Ich vermisse Danny jetzt schon. Also, wir haben den jetzt auch schon 2 Minuten nicht gesehen. Ja gut, Danny stellt halt alle anderen in den Schatten. Was soll ich machen? Ich habe die Regel nicht gemacht. Leider gab's... Ja, true, da kann man leider nichts machen. Danny einfach King-Streamer. Auch ein paar technische Probleme mit der VR-Brille, weil die Brille nicht mitgemacht hat, sobald man zu schnell war. Bei einem Rennen. Also man muss... Ja, ich... Ja! Ich merke auch... Ich merke ja auch den Logikfehler. Aber es ist halt so, wenn alle... nicht rennen bei einem Rennen, dann ist es ja auch wieder ein faires Rennen. Sich langsamer bewegen, aber trotzdem schneller sein als der andere. Sozusagen schnell langsam sein. Oder genau, ja, Weg hat's verstanden. Also in einem langsamen Rahmen schnell sein. Aber so, dass genau, ja. Dass es langsam ist. Ihr checkt's doch schnell, auch. Aber nicht zu schnell. Langsam. Und wenn Marius langsam gerufen hat, klang er manchmal wie so ein Sportlehrer. Langsamer. Aber wo ist denn? Das ist schon ein bisschen Meme. Langsamer. Fritz, zu hektisch. Entspann zu dich. Zu hektisch. Entspann dich. Im Stream schon ein bisschen amüsant. Und los. Aber langsam. Langsam. Langsamer. Ein bisschen langsamer. Das Langsame muss langsamer sein. Junge, ich bin einfach zu Meme geworden, Leute. Ui. Langsam. War schon wild irgendwie, wie Marius ihre Bewegungen kontrolliert. Von diesen zahlreichen großen YouTubern und Streamern. Als würde er sie wirklich kontrollieren. Okay, Vic, du bewegst dich jetzt langsam nach rechts. Oh, guck mal, mein Auftritt, Chat. Und jetzt noch ein Stückchen geradeaus. Und jetzt rennst du los. RIP, Vic. Dann habe ich die Wohnung wohl jetzt für mich. Deine Fans triggern dich immer. Kannst du sie zurücktriggern? Bisher haben meine Zuschauer immer versucht, mich irgendwie abzufacken mit irgendwelchen Max-Bratus-Fragen oder was auch immer. Aber jetzt wird es Zeit für diesen Bruder. Der gute Wilhelm-Scream gerade übrigens. Hier. Oh, unsatisfying. Unsatisfying. Hat er nicht gemacht. Ach nee, Alter, so, kennt ihr so unsatisfying Compilations? Uiuiui, das hat selbst mir wehgetan. Ich hoffe, das hatte jetzt keinen Einfluss auf meinen YouTube-Kanal oder so. Kommt. In der nächsten Folge gibt es wieder Dönerbuden Ali. Ey, imagine wirklich so an einem Tag 2 Millionen Subs verloren, dann wieder 2 Millionen Subs gemacht. Wenn ein Allwissender zu dir kommen würde und du ihm nur eine Frage stellen könntest, welche wäre es? Jetzt mal kurz wirklich überlegt, was würde ich denn fragen? Der Schlüssel zum Alter einfrieren, dass man jetzt einfach sagen könnte, okay, der Körper hört jetzt auf zu altern und man kann einfach so unendlich lang in dem Alter leben, wie man will und dann einfach irgendwann sagt, nö, das wäre doch interessant. Gibt er einen allwissenden Mann, der bereits vor 100 Jahren gelebt hat? Die Geschichten des Abenteuer Captain Vince. Und ich habe ihn gefunden, hier auf der Insel. Oh, Alter, hell, coole Location. Coole Location, Bro. Erstmal komplette...
Hey, bist du der allwissende Captain Vince? Ich beantworte dir eine Frage. Was fragt der Max Bratwurst? Was möchtest du wissen? Wie man den Welthunger stoppt? Wie man Rassismus beendet? Wird Monte auswandern? Das ist deine Frage? Okay, das hätte ich nicht erwartet. Ob Monte auswandern wird? Ja, irgendwann. Okay, das ist gut, weil ich habe mir ausgerechnet, dass von Monte auswandert, Deutschland massiv Steuergelder fehlt und deswegen ziehen sie nicht in den Krieg, nur aus diesem Grund geht die Welt nicht unter. Eine Ewigkeit später. Ja, man kann sich auch irren. Ich hab dir noch was gemacht. Mir geht mir die Scheiße. Find's nicht gut, dass er sagt, ihr habt ein schweres Leben auf Madeira und eigentlich ist alles gut. Das war ironisch, oder? Internet und Ironie? Schwierig. Willst du mir damit sagen, ich habe es nicht schwer auf der Insel? Neulich war ich beispielsweise wandern mit Race. Das ist eine sportliche Aktivität. Auch wenn da diese wunderschönen Bilder entstanden sind. Jo, was ist da in der Höhle drin? Digga, sieht halt komplett wirklich aus wie so Herr-der-Ringe-Film oder sowas. Was soll ich denn noch tun, um euch zu beweisen, dass wir es hier schwer haben, Mann? Hier noch eine spontane Aufnahme. Mann! Ich wollte... Ey, überall wo Meer ist, ist schön. Ich wollte eigentlich surfen gehen, aber die Wellen sind ja viel zu klein. Jo, meinst du nicht, hier beschweren uns ein bisschen zu? Boah, richtig wack. Sollten wir nicht dankbarer sein, dass... Nee, ganz ehrlich, ich ziehe wieder zurück nach Kasachstan. Jo, ist wahrscheinlich die bessere Entscheidung. Ach, wir führen momentan einfach nur ein schweres Leben. Habt ihr Mitleid? Nachdem deine Community deine Videobearbeitung übernommen hat, was ist unsere nächste Aufgabe? Letzte Woche gab es einen Stream, da haben eine Zuschauer vorgegeben, welche Thumbnails ich für meine Videos benutzen soll. Und seitdem laufen die Videos wirklich besser. Lifehack. Alter, wie richtiger Five-Head-Move. Dann haben meine Zuschauer vorgegeben, was für ein Video ich schneiden soll. Auch das war ein Blockbuster. 1, 2, Haarfarbe. Aber ich finde jetzt nicht, dass man übertreiben sollte. Meine Zuschauer sollen nicht alles... Konntest du nicht ein anderes Putzmittel benutzen? Das stinkt! Tut mir leid, ich kaufe ein anderes. Putz leise. Ist mein Essen fertig? Ich suche schon die Zutaten. Okay. Ist die Kamera noch scharf? Mhm. Du siehst... Warum haben deine Zuschauer alle diese Frise? Sowieso immer scharf aus. Warum seht ihr eigentlich alle gleich aus? Habt ihr überhaupt eine Persönlichkeit? Wir sind Alblali-Positiv. Alblali-Positiv. Ja, genau das seid ihr. Und ihr auch. Drückt auf Abonnieren. Gebt einen Daumen nach oben. Einfach nur so und stellt unten weitere Fragen für die nächste Alitärz-Episode. Danke doch mal an Marius. Macht das jetzt wirklich regelmäßig? Das ist schon wieder cool, dass Alitärz wegkommt. Was sagt ihr? Also habt ihr es früher geschaut? Ich war ja schon, dass es irgendwie wegkommt. Stellt unten weitere Fragen für die nächste Alitärz-Episode. Danke doch mal an Marius. Gerne. Trico. Und Vincent für die Gastauftritte. Alle Kanäle habe ich natürlich unten verlinkt. Ehre. Ich selber diesen mega cringe nicht machen muss. Ja, ho, ho, ho. Ey, Vic, falls du diese Reaction hier siehst, ich wünsche mir im nächsten Ali Tells einen Joke mit diesem. Wer kennt es noch? Wer kennt es noch, Alter? Actually funny Video. Schaut bei Vic vorbei. Bitte abonniert meine Channels. Danke. Stay curious. LOL.